Guten Tag, liebe Leute, zu Handstandtag Nummer 19 müsste man sein. Heute machen wir wieder, nachdem wir gestern ein bisschen Schulterpflege gemacht haben, können wir heute wieder alles ein bisschen zerscheppern. Ne? Wir machen heute wieder ganz, ganz stumpfes Krafttraining. Und zwar Push-Ups. Wir werden heute ein bisschen Push-Uppen. Und zwar ist der Plan, dass wir ein Max-Set Push-Ups machen, ohne Pause relativ. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Wir hatten irgendwie in den ersten 1, 2, 3, 4 Tagen irgendwie schon mal Max-Push-Ups. Da habe ich auch so ein bisschen, das Set war am Stück, aber ich habe dazwischendurch ein bisschen Pause gemacht, indem ich schon mal in den herabschauenden Hund gegangen bin und mir so ein bisschen Pause geholt habe. Der Plan ist es, dass wir jetzt relativ am Stück ein Max-Set machen, beziehungsweise dass wir zumindest die Position der Push-Ups oder die Plankenposition nicht verlassen. Wenn wir ein bisschen halten oben, ist okay, aber wir gehen daraus nicht in den herabschauenden Hund. Und der Plan ist es dann, machen wir so 90 Sekunden bis 2 Minuten Pause und machen dann ein zweites Set, was anderthalb mal so viel ist wie das erste Set. Und auch da, oder nicht auch da, da ist dann der Plan, dass wir niemals Hände und Füße wegnehmen. Das heißt, wir bleiben nie, dann keine Ahnung, unser erstes Set, wir machen ein 20er Set oder sowas und müssen dann 30 machen in der zweiten Runde und machen dann nicht 3x10 hier mit, ich mache zwischendurch 30 Sekunden Pause, sondern der Plan ist es halt wirklich, dass wir uns so gut es geht in 2 Minuten erholen und dann wirklich die 30 versuchen rauszugrinden. Da können wir dann gerne in den abschauenden Hund gehen oder sowas. Aber nicht, dass wir wirklich das Ganze lösen. Ich bin gespannt, weil das werden, glaube ich, einige Liegestütz. Beziehungsweise ich werde mal gucken, wie gut das erste Set wird. Vielleicht werde ich dann auch schon vorzeitig so ein bisschen die Handbremse ziehen. Und das zweite Set. Nein, ich werde mal gucken, dass es so gut wie es geht. Wir werden trotzdem ein ganz kleines bisschen, damit wir nicht aus der sprichwörtlichen kalten Hose, die ich jetzt anfange, trotzdem ein bisschen die Handgelenke warm machen. Ja, unsere Kreise, 5 Stück in die eine, 5 in die andere. Komm einmal in unsere Planke. Komm einmal in den Abstand. Wieder in die Planke, Knie einmal tief, legen einmal den Oberkörper ab, mit den Knien auf dem Boden, ein, machen 5 Rocking Push-Ups. Für diejenigen, bevor wir gleich anfangen, die vielleicht noch nicht so ein großes Set Push-Ups haben, ne, würde ich empfehlen, im Zweifel können wir das Ganze vielleicht auch in einer angepassten Variante machen, dass ihr vielleicht zu Hause gegen, weiß ich nicht, vielleicht gegen die Fensterbank anfangt, eure Push-Ups zu machen oder gegen, weiß ich nicht, den Esstisch, irgendwas, was nicht wegrutschen kann. Als Alternative oder dass ihr sonst, wenn ihr trotzdem wirklich gerne an eurem Push-Up arbeiten würdet und vielleicht, keine Ahnung, euer Max-Set ist vielleicht 5 oder sowas oder irgendwas dazwischen, versucht doch sonst vielleicht, das habe ich beim letzten Mal glaube ich auch gesagt, insgesamt vielleicht irgendwie über 10, vielleicht 10 bis 20 zu akkumulieren, ne, dass wir sonst, wenn wir sagen, okay, unser Max-Set heute ist vielleicht 3 und in der zweiten Runde schaffen wir vielleicht nochmal irgendwie 5 oder sowas, dann haben wir schon 8. Und dass wir dann vielleicht versuchen, nochmal über ein paar Singles hoch uns zu arbeiten, dass wir vielleicht trotzdem eine Mindestanzahl von irgendwie vielleicht 15 bis 20 uns erarbeiten. Das wäre cool, einfach nur damit wir wirklich auch noch weiter an unseren Push-Ups arbeiten. Ansonsten sind es halt wie gesagt wirklich nur unsere 2 Sets für heute. Ich würde sagen, jetzt habe ich schon so viel drumherum gequatscht, weil ich mich selber auch ein bisschen drücke, mit Maxi ist immer unangenehm. Ja, ich würde sagen, auf los geht's los. Ihr macht euer Max-Set, danach macht ihr 2 Minuten Pause und dann nochmal anderthalb mal so viel wie euer Max-Set.
Ja. Mal gucken. So, 42, mit 2 Minuten Pause und mein Nummer 60. Mega, habe ich 100 Push-Ups gemacht heute. Oh. Ich hätte mir jetzt bestimmt noch ein paar rausholen können, aber da wir versuchen, im ersten Set relativ gut in der Bewegung zu bleiben. Und außerdem 100 Push-Ups sind schon viel. So, wie gesagt, der Plan theoretisch für die zweite Runde: Hände und Füße bleiben immer auf dem Boden. Wir dürfen in den abschauenden Hund gehen. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner. Wir dürfen in den abschauenden Hund gehen. Versuchen nicht, die Knie abzulegen. Dass wir wirklich, oh, so gut es geht, die ganze Zeit arbeiten. Ich bin sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ich habe noch gute 20 Sekunden. Oh. Ich sage jetzt schon mal, 20 wird das furchtbar. So, zweite Runde, 60 Push-Ups. Oh, ich sehe es. Gleich. Okay. Oh, Scheiße. Selber nicht geschafft. Die Hände bleiben, wo sie sind, die Füße bleiben, wo sie sind. Okay, jetzt war sehr optimistisch, als ich schaffe das selber nicht. Dann versucht ihr so wenig Sets, wenn es euch genauso geht wie mir. Wenigstens bleiben die Hände da, wo sie sind. Durchbeißen. Oh, gar noch 4x5. Thank you.
10. Oh. So, damit habe ich festgestellt, dass ich Weichei bin und die eigenen Geschichten nicht hinkriege. Ich habe es mir auch anders vorgestellt, aber keine Chance. Vielleicht ist es bei euch ja ein bisschen besser. Vielleicht war mein erstes Set auch einfach zu groß. Ich glaube, in zu hohen Wiederholungszeiten, dann macht das auch keinen Sinn, dass das funktioniert. Freue mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt. Ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Pumpen. Eigentlich habt ihr mir jetzt nur sehr lange zuguckt, wie ich hier leide. Wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Guckt euch gerne wieder die alten Videos an. Übt fleißig. Bleibt weiterhin gesund. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis morgen.